Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Max macht Musik. Heute zeige ich dir drei Wege, wie du den Quintenzirkel ganz praktisch benutzen kannst. Ja, mein erstes Video zum Thema Quintenzirkel ist ja jetzt schon ein paar Jährchen her. Und vielen Dank dafür, dass ihr euch das so angeschaut habt und auch vielen Dank für eure Fragen dazu. Eine Frage, die bisher immer wieder aufgetaucht ist, ist, wie benutzt man den Quintenzirkel eigentlich ganz praktisch? Und soll ich dir mal was verraten? Das ist sau leicht. Ich versuche ja generell sowieso die Sachen möglichst einfach zu erklären, aber der Quintenzirkel ist wirklich ganz einfach. Deswegen starten wir jetzt auch direkt mit der allerersten Sache, die du mit dem Quintenzirkel machen kannst, und zwar Tonarten herausfinden. Sagen wir mal, du hättest jetzt diese Notenlinien vor dir liegen und du siehst, in den Notenlinien sind aufgezeichnet als Vorzeichen 3b. Vielleicht würdest du dich jetzt erstmal wundern und würdest dich fragen, warum stehen da überhaupt 3b, was kann ich jetzt damit anfangen? Und die Antwort ist, du kannst damit genau bestimmen, welche Tonart das vorliegende Stück hat. Schauen wir dazu doch mal im Quintenzirkel. Jede Seite des Quintenzirkels bestimmt ja entweder, ob ein Kreuz vor die Note geschrieben wird oder ein B. Um jetzt herauszufinden, welche Tonart 3b hat, musst du nur in den Quintenzirkel schauen und du siehst, dass bei S 3b stehen. Die Tonart des vorliegenden Stückes ist also S-Dur. Was du dabei allerdings auch noch bedenken solltest, S-Dur hat ja eine parallele Molltonart. Die parallele Molltonart von S-Dur ist C-Moll. Schau dir dazu vielleicht nochmal mein Video zum Thema parallele Tonarten an. C-Moll hat genau die gleichen Vorzeichen wie S-Dur. Das bedeutet, wenn du jetzt die Tonart eines Stückes mit 3b bestimmen sollst, kann es entweder S-Dur oder C-Moll sein. Was es jetzt genau ist, das kannst du erst beantworten, wenn du dir die Musik angeschaut hast und wenn du das Stück genau gehört oder analysiert hast. Oft kann man die Tonart danach bestimmen, welcher Akkord am häufigsten vorkommt oder was der Schlussakkord ist. Wenn der Schlussakkord des Stückes mit 3b zum Beispiel ein C-Moll ist, dann kannst du ziemlich sicher davon ausgehen, dass das ganze Lied in C-Moll geschrieben ist. Lass uns dazu doch jetzt noch ein weiteres Beispiel machen. Jetzt haben wir vor uns liegen ein Stück, welches zwei Kreuze hat. Wir schauen schnell im Quintenzirkel nach, sehen ziemlich direkt, dass D zwei Kreuze hat. Das heißt, die Tonart ist entweder D-Dur oder die parallele Molltonart drei Halbtonschritte tiefer. Das wäre in diesem Fall H-Moll. Jetzt musst du dir nur noch das Stück anhören oder auch in die Noten schauen, herausfinden, welcher Akkord kommt häufig vor oder was ist der Schlussakkord, und schon kannst du feststellen, in welcher Tonart das Stück geschrieben ist. Kommen wir jetzt zur zweiten Sache, die du mit dem Quintenzirkel machen kannst. Und zwar kannst du bestimmen, welche Vorzeichen eine bestimmte Tonart hat. Wie man die Vorzeichen einer Tonart bestimmt, habe ich auch schon mal in dem ersten Video zum Thema Quintenzirkel erklärt. Aber heute möchte ich einfach nochmal Beispiele dazu machen. Sagen wir also, wir würden gerne wissen, welche Vorzeichen die Tonart B-Dur hat. Schauen wir uns das im Quintenzirkel an, erkennen wir, die Tonart B-Dur hat zwei Vorzeichen, und zwar 2b. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, vor welchen Tönen diese B-Vorzeichen stehen. Dazu steht in dem Quintenzirkel extra fett eine Trennlinie zwischen F und B. Falls du dazu übrigens noch eine Eselsbrücke brauchst, zwischen Frankreich und Belgien verläuft eine Grenze. Von der Trennlinie aus können wir jetzt gegen den Uhrzeigersinn zwei Töne weitergehen und daran ablesen, vor welchen Tönen die Vorzeichen stehen. Das erste Vorzeichen ist ein B und das zweite Vorzeichen ist ein S. Schreiben wir doch jetzt mal zusammen die Tonleiter auf. Wir beginnen dazu bei dem Ton H, der später zu dem Ton B wird, und schreiben dann sieben Töne hintereinander auf. Und müssen jetzt nur noch die eben genannten Vorzeichen vor die Töne setzen. Also ein B vor dem H und ein B vor dem S. Fertig ist unsere B-Dur-Tonleiter. Machen wir dazu noch ein zweites Beispiel. Und zwar wollen wir jetzt die Vorzeichen bestimmen der Tonart E-Dur. Dazu schauen wir im Quintenzirkel und sehen, E-Dur hat vier Kreuzvorzeichen. Um herauszufinden, vor welchen Tönen diese Vorzeichen stehen, gehen wir jetzt wieder zu der Trennlinie und lesen es diesmal im Uhrzeigersinn ab. Die vier Vorzeichen stehen hier also vor F, C, G und D. Schreiben wir das doch mal zusammen auf. Wir starten wieder mit der Tonleiter, indem wir ab dem Ton E sieben Töne aufschreiben. Und jetzt müssen wir nur noch die Vorzeichen setzen vor die eben abgelesenen Töne. Also ein Kreuz vor F, ein Kreuz vor C, ein Kreuz vor G und ein Kreuz vor D. Fertig ist unsere professionell aufgeschriebene E-Dur-Tonleiter.
Man kann natürlich auch die Vorzeichen einer Molltonart aufschreiben. Denn wie dir vielleicht aufgefallen ist, haben wir bisher nur Durtonarten benutzt. Machen wir aber zum Abschluss noch ein Beispiel mit einer Molltonart, und zwar nehmen wir D-Moll. Da kommen wir wieder auf das Prinzip der parallelen Tonarten zurück. Und zwar hat D-Moll, die parallele Durtonart, wenn man plus drei Halbtonschritte rechnet, F-Dur. Und wie du vielleicht noch aus meinem Video mit Durfried und Molhilde weißt, sind die beiden ja verheiratet und teilen sich alles, auch die Vorzeichen. Das bedeutet, dass wenn wir für D-Moll die Vorzeichen herausfinden möchten, müssen wir einfach bei F-Dur im Quintenzirkel schauen. Also los geht's! F-Dur hat ein B-Vorzeichen und damit können wir die D-Moll-Tonleiter jetzt ganz schnell aufschreiben. Wieder 7 Töne ab dem D und ein Vorzeichen dazu, was wir gegen den Uhrzeigersinn ab der Trennlinie ablesen, und zwar das B. Die D-Moll-Tonleiter hat also nur ein einziges Vorzeichen und ist damit auch ziemlich einfach zu notieren. Kommen wir zum dritten und letzten Weg, wie du den Quintenzirkel benutzen kannst. Und zwar kannst du eine Kadenz bilden. Dir jetzt hier zu erklären, was überhaupt eine Kadenz ist, würde den Rahmen sprengen. Dazu mehr in einem anderen Video. Was ich dir aber jetzt erklären kann, ist, wie du mithilfe des Quintenzirkels eine Kadenz ablesen kannst. Ganz einfach sehen kannst du das im Quintenzirkel ganz oben beim C. Wenn wir jetzt C als Tonika definieren, dann steht genau links von C die Subdominante F und rechts von C die Dominante G. Wenn du also in C eine Kadenz bilden willst, musst du eigentlich nur im Quintenzirkel schauen und du siehst, du musst die Akkorde C, F, G und C hintereinander setzen für eine ganz einfache Kadenz. Und was total krass ist, wenn du jetzt im Uhrzeigersinn noch weiter gehst, dann kommst du ja als nächstes nach dem G zum D. Das ist die Subdominantparallele. Dann kommst du zum A, das ist die Tonika-Parallele. Und dann kommst du zum E, das ist die Dominantparallele. Du siehst also, dass die parallelen Akkorde in der gleichen Reihenfolge kommen, wie auch vorher die Tonika, Subdominante und Dominante. Ja, ich weiß, das klingt mega kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach, weil die Töne ja alle nebeneinander liegen. Diese Erweiterung mit Tonika-Parallele und so weiter und so fort, die kannst du auch erstmal weglassen. Aber ganz cool ist es beim Quintenzirkel, dass du wirklich einen Ton auswählen kannst. Du kannst sagen, das ist deine Tonika. Und von da aus gehst du eins links, findest die Subdominante, oder gehst eins rechts und findest die Dominante. Ist schon ganz schön krass, was man alles machen kann, wenn man einmal diesen Quintenzirkel gelernt hat. Alles klar, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen geholfen, den Quintenzirkel in die Praxis umzusetzen und zu checken, was man damit überhaupt alles machen kann. Ich möchte dich an dieser Stelle noch hinweisen auf meine Webseite www.maxmachtmusik.de. Da findest du auch immer alle neuen Videos und Beiträge und Unterrichtsmaterial und so weiter und so fort. Und wenn du wissen möchtest, was bei mir so als Musiker abgeht, dann kannst du mir gerne auf Instagram folgen. Und natürlich solltest du diesen Kanal abonnieren, um in Zukunft keine von diesen überaus nützlichen Videos mehr zu verpassen. In diesem Sinne würde ich sagen, bis bald.